Ich stelle dir heute einen Top-Dividendentitel vor, den ich aktuell auf meiner Watchliste habe und gerne in mein langfristiges Depot reinkaufen möchte. Aber erstmal herzliche Grüße hier aus China, Freunde. Es ist bei mir mitten in der Früh. 7 ist es und ich wollte dir jetzt einfach mal hier so einen kleinen Blick aus meinem Fenster geben. Ich bin hier im 10. Stock und China überrascht und flasht mich komplett. Hier werden einige Vlogs in den nächsten Tagen und Wochen folgen. Aber auch ganz kurz der Hinweis: Hier ist es für mich aktuell gerade ein bisschen schwieriger, Videos aufzunehmen. Deswegen muss ich hier ein bisschen improvisieren, weil das Internet mit VPNs relativ schlecht ist. Also wirklich langsam. Da habe ich hier schon alles vorbereitet. Das heißt, ich filme aktuell mit dem Handy. Ich hoffe, Qualität und Co. passt alles für euch, weil es echt nicht so einfach ist. Ich habe nämlich gestern einen Vlog aufgenommen und der lädt seit gestern hoch. Jetzt dauert das Ganze noch 20 Minuten und dann ist der erste Vlog oben und zwar über die chinesische Mauer. Wirklich richtig, richtig genial und dieser Vlog kommt dann die nächsten Tage online. Und ich habe euch zuletzt ein Unternehmen vorgestellt gehabt. Wir schauen in die gleiche Branche rein. Die Aktie habe ich dann gekauft gehabt. Und zwar habe ich die UPS-Aktie mir ins Depot reinkauft gehabt. Und du siehst es, die hat sich relativ gut entwickelt bereits. Innerhalb kürzester Zeit konnte die Aktie bereits 5% zulegen. Und das ist übrigens das Freedom Dividend Depot, was ich euch immer mal wieder vorstelle. Hier so ein-, zweimal im Monat. Link zu Freedom 24 ist wie immer unten in der Videobeschreibung drinnen, weil hier bekommst du aktuell nicht nur richtig, richtig attraktive Zinsen von bis zu 7,3%, sondern auch bis zu 20 Aktien geschenkt. Die Aktion gilt noch in diesem Monat mit den Gratis-Aktien, also sichere dir jetzt da auf jeden Fall gerne dein Geschenk und wir schauen uns jetzt diese Aktie an. Die ist mir wieder mehr oder weniger durch Zufall untergekommen. Und zwar sprechen wir jetzt über die DHL Group. Ich mache hier mal ganz kurz das Gegenlicht aus, weil sonst blendet dich das leicht vielleicht. Und die Aktie haben wir ja schon auch das ein oder andere Mal besprochen gehabt. Und ich habe gesagt, für mich ist das Unternehmen definitiv interessant, aber erst wenn die Aktie hier weiter zurückkommt. Und das sieht aktuell so aus, als würde die DHL Group uns hier wirklich interessante Einstiegsmöglichkeiten geben. Ihr seht es hier. Ist so ein gewisser Boden bei 37 Euro drinnen und in diesem Jahr sind wir erst einmal drunter gefallen und zwar eigentlich auch nur auf 36 Euro runter. Und die Wahrscheinlichkeit sieht tatsächlich aktuell so aus, als könnten wir hier wieder weiter runtergehen und das möchte ich halt gerne sehen, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt die Aktie bei über 40 Euro kaufen, sondern dann, wenn sie keiner möchte, also quasi antizyklisch handeln. Was macht jetzt die DHL Group so besonders? Ich habe hier jetzt einfach mal so ein bisschen das ganze Logistikzentrum und Co. aufgemacht, wie man eben dementsprechend Umsatz generiert. Einmal, wie gesagt, Logistik, Dienstleistungen, dann Expresslieferungen, durch dem, dass ihr natürlich Express mehr Geld verdient wird, hat man hier auch insgesamt 30% Umsatzbeteiligung. Und wo wird jetzt eigentlich genau der Umsatz generiert? Natürlich circa 20,9 Milliarden Euro wird in Deutschland verdient, 24,4 Milliarden in Europa ohne Deutschland. Amerika macht 17%, mal 17 Milliarden aus. Und ihr seht es aber gegenüber 2022, wichtiger Markt. Europa ist rückläufig, Amerika ist rückläufig und natürlich auch Asien, wo ich gerade unterwegs bin. Da möchte ich ganz kurz nochmal darauf einhaken. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, China überrascht mich und flasht mich extremst. Ich bin natürlich noch ein bisschen Adrenalin geladen. Jetzt bin ich 2 Nächte hier und ich möchte dir wirklich mehr von China zeigen, weil ich bin hier auf einer stark befahrenen Hauptstraße mitten in Beijing und hier fahren nur Elektroroller rum. Mehrere tausend Elektroroller schon gesehen, aber nur zwei Verbrennerroller. Und das Gleiche sieht man auch hier mit den Automarken. Meiner Meinung nach, also ich habe China noch komplett anders im Kopf drinnen, wie es tatsächlich ist. Wir schauen uns hier noch 3 oder 4 weitere Orte an, also wirklich gerne auch diese Vlogs anschauen, weil das ist, glaube ich, so ein Einblick bekommt man selten und das ist meiner Meinung nach wirklich extremst, extrem spannend und da kann natürlich auch DHL davon profitieren, weil DHL natürlich hier in Asien auch einen guten Umsatz macht und der kann auch in Zukunft meiner Meinung nach noch eine deutlich interessantere Rolle spielen bei diesem Unternehmen drinnen.
Und wenn wir uns so ein bisschen die Umsätze anschauen, natürlich hier sieht man das im Jahr 2022, das war schon ein besonderes Jahr mit dem Umsatz, ist das natürlich erstmal 2023 zurückgegangen. Und jetzt sollte das peu à peu in Zukunft wieder steigen. Da müssen wir aber auch immer wieder schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Was hier zuletzt rausgekommen ist, eine wichtige Meldung: DHL erhöht natürlich die Paketpreise für die Geschäftskunden, was natürlich erstmal nicht so gut ist für die Geschäftskunden, aber für das Unternehmen DHL ist es gut, weil hier muss man einfach am Nettoergebnis schrauben. Das ist geringer wie im Jahr 2023 und hier ist es einfach wichtig, dass das Ganze eben deutlich besser wird in Zukunft. Mein Blick gilt natürlich auch immer der Nettoverschuldung. Die steigt, muss ich sagen, fällt mir jetzt nicht so gut. Und was für mich auch natürlich wichtig ist, wie sieht das Nettogewinn jetzt wirklich aus? Dieses Jahr 4,1% und das muss einfach wieder besser werden. Ich möchte eigentlich gern so ein Nettoergebnis von 6% sehen. Das wäre natürlich richtig stark für dieses Unternehmen. Aber schauen wir einfach in der Zukunft, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Gewinnrevision gilt natürlich auch immer zu beachten. Und hier siehst du das 2024, 25 und 26 ist das Ganze peu à peu weiter nach unten korrigiert worden. Eigentlich ist es auch so eine Situation, was man eigentlich nicht gerne sehen möchte. Aber nun gut, jetzt müssen wir das Beste draus machen. Und das macht das Unternehmen natürlich auch durch dem, dass, wie schon anfangs erwähnt, die Aktie von über 60 Euro hier auf bereits unter 40 Euro zurückgelaufen ist. Also die Aktie hat schon ordentlich federn lassen. Die Bewertung sieht auf jeden Fall aktuell für mich persönlich interessant aus, aber es ist nur für die Watchliste erstmal. Warum ist es so? Weil ich natürlich hier ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis haben möchte für mein Investment. Und das habe ich halt dann eher, wenn die Aktie noch weiter Richtung 30 Euro fällt. Das ist so mein Zielkorridor, was ich hier habe, wo ich dann gerne kaufen möchte. Also die Aktie muss noch mindestens 10% fallen, dass ich hier überhaupt eine Position eröffne. Woran liegt es? Weil ich natürlich bereits die UPS auch in meinem privaten Depot drinnen habe, weil ich hier mehr Möglichkeiten sehe. Und natürlich ist es ein amerikanisches Unternehmen. Ich bevorzuge in meinem Depot drinnen natürlich amerikanische Unternehmen, weil dort natürlich auch die Börsenqualität, nicht nur Qualität, sondern die Menschen einfach mehr Geld investieren und dort investiere ich halt lieber. Da habe ich ein besseres Gefühl für mein Investment. Ich muss ja auch mir gegenüber am Ende des Tages im Spiegel quasi mich selber anschauen und fragen, macht das Ganze überhaupt Sinn? Ich sehe mehr Potenzial in den US-amerikanischen Unternehmen. Da können wir uns auch gerne mal demnächst noch FedEx dazu anschauen. Auch ein super, super spannendes Unternehmen, zuletzt gut korrigiert. Und da könnte auch in Zukunft wirklich viel Potenzial drinnen sein. Ich habe mich erstmal für UPS entschieden, habe aber natürlich auch die anderen Unternehmen drauf, weil es spannende und qualitativ hochwertige Unternehmen sind. Für mich ist es leichter, in US-amerikanische Unternehmen zu investieren, weil ich dort deutlich mehr Potenzial sehe. Aber die Deutsche Post ist auf jeden Fall, oder DHL in diesem Fall, weil sie sich umgenannt haben, definitiv ein spannender Kandidat aus Deutschland. Weil wir hier natürlich auch eine gute Dividendenhistorie haben. Ja, das Unternehmen neigt dazu, mal die Dividende zu kürzen. Aktuelle Dividendenrendite circa 5%. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was mir persönlich gut gefällt. Und was man auch bei deutschen Unternehmen nicht vergessen darf, wenn man als Ausländer in Deutschland investiert, also was heißt als Ausländer, wenn man ein ausländisches Depot hat zum Beispiel, dann zahlst du in Deutschland 25% Quellensteuer auf Dividenden. Und daher macht es natürlich auch für die Amerikaner deutlich mehr Sinn, nicht gerade vielleicht in die DHL zu investieren, sondern UPS, weil sie dort keine 25% Quellensteuer zahlen. Also das auch bitte im Hinterkopf behalten. Und ja, die Zukunftsaussichten, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, bis ins Jahr 2029 kann jetzt keiner vorhersagen, wie es tatsächlich werden wird. Hier sieht man aber die Zukunftsaussichten. Theoretisch könnte es deutlich besser laufen in der Zukunft, aber wie gesagt, das ist alles etwas Fantasie. Die DHL Group ist auf jeden Fall für mich ein interessanter Kandidat, den ich mir gerne auf die Watchliste gepackt habe. Und die UPS habe ich ja bereits im Depot drinnen. Und demnächst schauen wir uns auf jeden Fall gerne hier nicht die DHL Group, die FedEx natürlich noch an. Wenn du irgendwelche Fragen hast, egal ob Dividendenaktien oder hier Reisen in China, jetzt einfach gerne in die Kommentare unten rein.